Die Götter haben einen Plan für dich. Sie lenken dein Schicksal. Wir bestimmen unser Schicksal selbst, Prinzessin. Dastan ist der Prinz of Persia und er verliebt sich in eine junge Prinzessin. So ein edler Prinz. Ganz verrückt darauf, der gefallenen Schönheit zu helfen. Wer sagt, dass du schön bist? Es muss einen Grund geben, warum du deine Augen nicht von mir lassen kannst. Du bist... ich... Prinzessin Tamina ist eine Hohepriesterin, die denkt, es sei ihr Schicksal, den Dolch der Zeit zu beschützen. Ich habe diese Macht mit eigenen Augen gesehen. Setzt man den Sand frei, dreht man die Zeit zurück. Nur der Besitzer des Dolches weiß, was dann geschieht. Was sie nicht begreift, ist, dass es ihr Schicksal ist, Dastan zu treffen und mit ihm zusammen zu sein. Und ihre Reise beginnt, als sie versuchen, den Dolch zu beschützen. Der geheime Tempel der Wächter außerhalb von Alamut ist ein Zufluchtsort. Es gefällt dir, mich rumzukommandieren, hä? Huh? Nur weil du Anweisungen so gut befolgst. Übertreib's nicht, ja? Während der Geschichte geht etwas von Taminas Stärke und Glauben auf ihn über. Wir sind heute nicht zum letzten Mal zusammen. Es gibt im Laufe unseres Lebens Zeichen, die uns auf Dinge hinweisen, die wir entweder beachten können oder nicht. Heißt das, du hilfst mir? Wir können hier sitzen und plaudern oder du kannst aufsteigen. Sie erkennt, dass sein Schicksal ein Teil ihres Schicksals ist.